grüße euch, liebe 1000 PS-Fans. Heute beim zweiten Vergleichstest unserer Einsteiger-Bike-Serie. Heute haben wir den Zonko mit dabei und den Armin. Und es geht heute um die Suzuki SV650, die Yamaha MT-07 und die Honda CB650F. Dranbleiben! Ja, wie unschwer zu erkennen ist, bespielen die drei Motorräder das gleiche Segment. Sie liegen leistungstechnisch sehr nah aneinander, haben aber doch große Unterschiede. Zum Beispiel im Motorenkonzept, da können wir gleich die technischen Daten runterradeln. Die SV650 hat einen V2-Motor mit mittlerweile 75, 76 PS. Da haben sie ein bisschen mehr Leistung rausholen können. Die MT-07 hat auch 75 PS, aber einen reinen Zweizylinder. Und die Honda hat einen reinen Vierzylinder mit 87 PS. Hubraum ist bei allen dreien in etwa gleich. Durch die unterschiedlichen Motorkonzepte ergeben sich auch andere Charakteristika. Bei der Suzuki liegt das maximale Drehmoment von 63 Newtonmetern erst bei 8100 Umdrehungen an. Das war bei der Vorgängerin, bei der Suzuki Gladius, etwas niedriger schon vorhanden. Bei der Yamaha eindeutig schon am besten aus dem Drehzahlkeller. Bei 6500 Umdrehungen hat sie ihr maximales Drehmoment von auch gut 60 Newtonmeter. Und die Honda als Vierzylinder hat sie natürlich aufgrund des Motors später anliegen bei 8000 Umdrehungen. Man muss aber dazu sagen, dass es sich bei der Suzuki nicht so anfühlt, als würde das Drehmoment erst zu spät anliegen. Da dürften also bereits ein Großteil des Drehmoments dürfte da bereits schon sehr früh anliegen. So, dem Zonko neben mir wird schon ein bisschen Fahrt, der raucht sich schon seine Zigarre an. Wie hast du die Motoren eingeordnet? Was hat dir am besten getaugt? Erstens war es überhaupt nicht fad, es war echt großartig, war ganz super. Bei der Motoreneinordnung ist es natürlich so, wir sind jetzt auf einen relativ langsamen Kurs gefahren, da ist natürlich sehr angenehm, wenn der Motor wirklich sanft anspricht, das ist großartig, und wenn von unten schon ein Punch kommt, wenn man dann draußen im Land fährt, ist natürlich dieser Vierzylinder, der hat auch die meiste Leistung, wenn man den orgelt, ist es natürlich dann ein bisschen eine andere Welt, das ist dann schon sehr, sehr herrlich, aber dort jetzt, halt, wenn man im Winkelwerk fährt sozusagen, da sind die V2s oder die V2, der V2 und das Parallel-Twin, der eher so ein bisschen einen Hubzapfen versaut hat wie ein V2, die sind mir dann eigentlich sympathischer gewesen. Ja, das sehe ich auch so, besonders auf dieser Strecke. Also das Streckenprofil, wie man vielleicht einen Onboard sieht, ist sehr Go-Kart-haft. Neben uns wird auch gerade ein Go-Kart-Rennen gefahren und da konnten die beiden wirklich ihre Stärken zeigen. Die Honda geht durch den Vierzylinder halt sehr sanft ans Werk. Auch im Ortsgebiet kann man sehr untertürig fahren, ohne irgendein Ruckeln, ohne irgendetwas. Nur den massiven Punch von unten darf man sich halt vom Vierzylinder nicht erwarten. Ein sehr wichtiger Aspekt, besonders in der jungen Zielgruppe, so wie wir, ist natürlich die Optik. Das spielt natürlich schon eine sehr große Rolle und das passt bei diesen drei Motorrädern im Großen und Ganzen wirklich sehr gut. Die Honda und die Suzuki sind jetzt dieses Jahr neu aufgelegt worden. Die Suzuki hat voriges Jahr noch Suzuki Gladius geheißen, davor hat sie SV650 geheißen, da knüpft sie auch optisch an, hat durch den Rundscheinwerfer eine Retro-Look-Optik und das steht ihr wirklich ausgezeichnet. Spricht dich der Retro-Look als etwas älteren mehr an? Der runde Scheinwerfer gefällt mir. Es ist allerdings so, wenn ich mir diese drei Motorradeln anschaue, ich finde, die Suzuki ist am besten gefahren. Das hat mir wirklich taugt, sehr taugt. Ja, zu den Fahreindrücken kommen wir nachher eh noch, zur Optik. Aber optisch sind mir die anderen zwei Motorradeln lieber. Die schauen irgendwie frischer, frecher, ein bisschen brutaler schauen die aus und ich finde, das passt ihnen wirklich sehr gut. Und Zonkos Favorit von der Optik, wenn es eine sein müsste? Die Honda.
Die Honda, das wollte ich hören. Armin, wie schaut es bei dir aus? Welche spricht dich am meisten an von der Optik? Naja, letztes Jahr bei unserem Einsteigerbike, also vorletztes Jahr war es eigentlich schon ein bisschen her, haben mir eigentlich auch optisch die Gladys am besten gefallen. Muss ich ehrlich sagen, da konnte jetzt die SV650 nicht wirklich anschließen. Die gefallen mir ganz einfach überhaupt nicht. Wirkt zwar retro und mag jetzt irgendeine gewisse Zielgruppe ansprechen, mich nicht. Mir taugt optisch am meisten die Yamaha MT-07. Vor allem den Moto Cage schaut nicht unglaublich cool aus mit dem roten Rahmen, mit den ganzen den Handguards und so weiter. Wobei auch die CB650 liegen recht nah zusammen. Ich finde es vor allem cool gelöst, dass man da unterschiedlich farbige Felgen hat. Das sieht man nicht oft. Da sind zum Beispiel zwei blaue oben oder meistens zwei schwarze, was auch immer. Aber bei der Yamaha und bei der Honda finde ich das ganz cool gelöst. Zwei unterschiedliche Felgen, schaut echt cool aus. Okay, also dein Favorit von der Optik, die Yamaha MT-07, finde ich sehr spannend. Geschmäcker sind ja, wie man sagt, verschieden, weil die Suzuki SV650 gefällt mir persönlich deutlich besser wie die Gladius, die wir vor 2 Jahren getestet haben. Also es wirkt schon erwachsener und hat ein bisschen weniger bitte nicht schlagen vom Frauenmotorrad, das es vorher war. Nichtsdestotrotz gefällt mir die Honda am besten. Sie schaut am meisten nach Motorrad aus, am ausgewachsensten. Das liegt auch am Hinterreifen. Also die Suzuki SV650 hat einen 160er Reifen und die Yamaha und die Honda einen 180er. Was man beim Fahrverhalten jetzt nicht so wirklich merkt, also sind alle sehr handlich. Da macht der Reifen wenig Unterschied in dieser Kategorie. Kannst du mir da zustimmen? Absolut. Das freut mich. Aber von der Optik eben die Honda eindeutig am besten, auch mit den, für mich eindeutig am besten, mit den zweifarbigen Felgen, schaut wirklich sehr gut aus. Das Weiß und das Schwarz, ich glaube die Farbe heißt irgendwas mit Gunpowder, Black and White, also schaut wirklich sehr, sehr gut aus. Zu den Bremsen gibt es auch etwas zu sagen. Die Systeme sind sehr ähnlich. Wir haben bei allen dreien 2 Scheiben vorne und 1 Scheibe hinten. Vorne 2 Kolben bei der Suzuki und bei der Honda und bei der Yamaha 4 Kolben und hinten bei allen nur 1 Kolben. Ich persönlich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Bremsunterschieden. Bei der SV, die war wirklich sehr lasch auf der Vorderbremse. Das kann aber daran liegen, dass es ein Neufahrzeug ist und es eben noch nicht eingefahren ist. Zonko, du hast da deutlich mehr Erfahrung mit Bremswerten. Wie kannst du die 3 einordnen? Also es war wirklich ein eklatanter Unterschied. Die Honda hat eine wahnsinnig tolle Vorderbremse. Also so, wenn ich so eine Vorderbremse habe, wenn das so ankert auf einen Supersportler, taugt mir das auch. Ich meine, mit einem Supersportler kommst du wahrscheinlich schneller hin und dann ist die Bremse nicht ausreichend. Aber für diese Geschwindigkeiten, die du mit der Maschine erzielst, ist die Bremse ganz großartig, habe ich wirklich super gefunden. Die Yamaha war eine Bremse, über die man jetzt nicht viel sagen muss. Das ist eine tadellose, tolle Bremse, nicht ganz so scharf wie die Honda. Und bei der SV muss es so gewesen sein, dadurch, dass die Maschine ganz neu ist, ist die Bremse vorne nicht eingelaufen, weil die war wirklich deutlich schwächer als alle anderen. Und das, ich bin aber sehr viel mit so SV-Motorradeln gefahren. Die Bremse war immer besser. Das heißt, geben wir noch 200-300 Kilometer, dann wird es schon ordentlich ankern. Wobei ich glaube, dass die Bremswerte von der Honda nicht erreichen wird. Okay, also für dich von der Bremse her die Honda am besten. Und weil du die Vorgängermodelle angesprochen hast, da du da doch schon einige Motorräder gefahren bist in deinem Leben, also 2, 3 dürften schon gewesen sein. Im Vergleich zu früheren Einsteigerbikes, hat sich da bei der Bremskraft und bei der Transparenz viel getan oder war das Niveau da auch schon hoch in dieser Preisklasse? Na, da hat sich sicher sehr, sehr viel getan. Vor allem war damals, wie diese ABS-Systeme aufgekommen sind. Die haben sie irgendwann auch in diese Mittelklasse-Motorräder reingegeben und die waren echt schlecht. Diese ABS-Systeme waren damals wirklich schlecht. Also mit dem hätte ich nicht fahren wollen. Und mittlerweile haben sie da überall Systeme drinnen, die wirklich gut sind. Das löst relativ spät aus und das behindert die nicht. Das ist also wirklich so ein Sicherheitsfeature, das dann auftritt, wenn du es wirklich brauchst. Und insofern hat sich da wahnsinnig viel getan bei der Bremserei. Also, ja. Also bei ABS bei allen dreien sehr unauffällig, sehr unaufdringlich, funktioniert wirklich sehr gut. Die Suzuki braucht halt noch ein bisschen Übung sozusagen. Ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem bei Einsteigermotorrädern, ist natürlich auch das Handling, das Fahrwerk. Das muss sehr spielerisch gehen, ohne viel darüber nachdenken zu müssen. Zonko, wie ordnest du das Fahrwerk ein der drei? Wo siehst du da die Sieger?
Also ich glaube, generell muss man sagen, das ist eh logisch, dass in diesem Preissegment nicht die besten Fahrwerkskomponenten verbaut werden können. Das ist irgendwie klar. Und andererseits ist so, bei dieser Motorleistung ist es aber auch nicht notwendig. Man muss da nicht das beste Zeug drinnen haben. Alle drei bin ich mit den Federungselementen sehr zufrieden, sowohl vorne als auch hinten. Da hat es überhaupt keine Beanstandungen geben, das hat mir super taugt. Und jetzt beim Handling, du hast natürlich recht gehabt, das ist ganz wichtig, dass das fehlerverzeihend ist und dass man das relativ schnell im Gefühl haben muss. Und das haben eigentlich alle drei wirklich gut gemacht. Die sind alle drei, haben ein tolles Einlenkverhalten, alle drei sind wendig, aber nicht unruhig. Und das Einzige, was ein bisschen heikel ist, wenn es wirklich sehr langsam ist und du fährst mit der Honda in einem relativ niedrigen Gang, dann ist dort das Ansprechverhalten des Motors, das ist ein bisschen giftiger wie bei den anderen und das kann unter Umständen ein bisschen schwieriger sein ganz am Anfang, wenn du also so in langsame Ecken reinfährst. Vor allem in Spitzkehren ist es da eben wichtig, dass man die Motordrehzahl nicht zu weit runterfallen lässt. Ist es grundsätzlich so, dass ein Vierzylinder mehr Motorbremswirkung hat als die Zweizylinder oder ist das motorradabhängig? Ist genau umgekehrt. Okay. Also ein Vierzylinder hat relativ wenig Motorbremse im Vergleich zu einem V2 oder so einem Zweizylinder. Aber bei der Honda ist es sogar so, weil du gesagt hast, die Drehzahl nicht fallen lassen. Es ist leichter sogar mit ein bisschen einem höheren Gang in diese wirklich engen Ecken zu fahren, weil dann die Gasannahme nicht so spitz ist. Also ich bin dann dort in diese langsamen Ecken teilweise mit dem Dreier gefahren, habe ein wirklich harmonisches Fahrverhalten gehabt und im Zweier, wenn du jetzt gerade wenn die Kurve nicht richtig einschätzt und dann auf und zu machen musst, dann gibt es ein paar so digitale Schärfen, die ein bisschen schwieriger Hand zu haben sind. Ja, durch das breite Drehzahlband, also das lange Drehzahlband der Honda und wirklich dieses sanfte Hochdrehen, kann man da wirklich sehr geschmeidig ans Werk gehen. Dank meines Kollegen Zonkos ist es mir heute gelungen, unter deiner Anleitung das erste Mal in meinem Leben das Knie auf den Boden zu bekommen. Das war irre. Ich bin noch ganz aufgeregt, das war wirklich ein Wahnsinn. Dieses Gefühl, so weit weg vom Motorrad und doch so stabil, dass das überhaupt geht, ist ein Wahnsinn. Und das ist mir eben mit der Honda am besten gelungen, weil sie eben so sanft ans Werk geht und weil man den Gang wirklich von unten bis oben ausnutzen kann. Und danke für diesen Moment, Zonko. War mir eine große Freude. Ich habe selber mitgefiebert und du bist eh schon so tolle Schräglagen gefahren. Es ist nur mehr um eine Kleinigkeit gegangen, um eine Körperhaltung und... Ja, das hast du souverän gemacht. Gratuliere. Danke, danke. Echt ein Wahnsinn, was alles möglich ist. Nun wieder zu den strikten Fakten. Da gibt es vor allem große Unterschiede im Gewicht. Die Suzuki hat 197 Kilogramm fahrbereit mit ABS. Die Yamaha ist die leichteste mit 182 Kilogramm fahrbereit. Und die Honda ist leider Gottes am schwersten. Sie hat mit ABS 204 oder 208 Kilogramm. Auch beim Preis kommt die Honda dementsprechend schwerer rüber. Die Unterschiede sind schon groß, also die Suzuki und die Yamaha liegen nah aneinander. Der Markteinführungspreis der Yamaha voriges Jahr, den gibt es leider nicht mehr. Mittlerweile muss man in Österreich 6.999 für die Suzuki und 6.999 für die Yamaha rechnen. Die Honda schlägt mit 8.500, also um 1.500 Euro mehr, doch ein größeres Loch ins Budget, schaut aber halt auch mehr nach Motorrad aus. Die deutschen Preise sind ähnlich, aber dementsprechend aufgrund unserer Besteuerung etwas niedriger. Also die Suzuki und die Yamaha bekommt man für 6.400 Euro, wenn ich richtig liege, und die Honda in Deutschland um 8.000 Euro. Nun nähern wir uns leider auch schon dem Ende unseres Tests. Vorher gibt es aber noch das Einzelfazit der drei Fahrer. Heute beginnt der Armin. Armin, was ist dein Gesamteindruck der drei Motorräder? Was ist dein Fazit? Ja, ich muss ehrlich sagen, am leibendsten oder für mich also am besten gefahren einfach die MT-07, weil die einfach von unten aus den meisten Punch hat. Die hat einfach unten aus unfassbar viel Drehmoment, finde ich, für den kleinen Motor. Vor allem auch, wenn man sich die Eckdaten durchliest. Für die jetzt im Schnitt, sag ich mal,
Ja gut, sie liegt eh gut im Schnitt mit 70 PS oder 75 PS, glaube ich. Und, aber es fühlt sich einfach auf der, aus den Ecken raus, gerade auf so einer Strecke, deutlich lässiger an und deutlich spritziger als auf zum Beispiel einer Honda, die man einfach bis 11.000 Touren raufdrehen muss, damit die Leistung mal irgendwo anliegt. Mit der Suzuki bin ich nicht so recht warm geworden. Ich weiß auch nicht warum, ist einfach anscheinend nicht mein Motorradtyp. Und die Honda CB, ich glaube, da bräuchte ich wahrscheinlich ein paar Runden oder noch ein paar Kilometer mehr, damit ich jetzt mich damit anfreunden könnte. Grundsätzlich ein Leihwagen als Motorrad kann ich mir gut vorstellen für alle, die den Gaswagen gerne wirklich komplett aufdrehen, weil man es einfach, damit es Spaß macht, komplett ausdrehen muss. Das geht gar nicht anders, finde ich. Also wie gesagt, für mich fährt am leibendsten die MT-07. Schaut am besten aus in diesem Moto-Catch-Design, absolut cool. Und der einzige Schwachpunkt an dem Ganzen ist der Tacho, der ist unfassbar schlecht ablesbar, weil er so weit unten sitzt. Gibt es aber angeblich, habe ich mir vorher sagen lassen, irgendein Kit, mit dem man den weiter nach oben setzt und dann soll man angeblich besser lesen können. Kann ich jetzt aber nicht sagen, ich kann ihn nicht lesen. Da war die Honda eigentlich am stärksten, da muss ich sagen, kann man gut ablesen. Beziehungsweise, aber ich glaube, da fehlt, glaube ich, die Ganganzeige. Ich glaube, die hat eine Ganganzeige. Ja, stimmt. Die SV und die Yamaha haben eine Ganganzeige, die Honda leider nicht, was im Einsteigerbereich nicht schaden kann. Geschmackssache, würde ich sagen. Bei der würde man es halt nicht unbedingt brauchen, weil man da sowieso merkt, wann man in welchem Gang und wo ist. Bei der ist das deutlich schwammiger, weil es eben durch dieses breite Drehzahl bahnt, ist man sich nicht immer ganz sicher, in welchem Gang man jetzt gerade fährt. Aber das ist jetzt wahrscheinlich... Ja. Okay, also für dich die Yamaha mit leichten Änderungen am Tacho, das Traummotorrad quasi. Sonko, wie siehst du das Endfazit? Deine Einordnung bitte. Naja, meine Einordnung ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich würde, wenn ich mir jetzt eine von diesen drei Maschinen kaufen müsste, dann würde ich diese SV650 nehmen. Da finde ich diesen Motor, den glaube ich, gibt es schon 20 Jahre. Ich habe den schon in so vielen Motorrädern erlebt. Da hat es ja auch mal gegeben, die Raptor, das war ganz was Scharfes, Kajiva Raptor, die hat auch diesen Motor drinnen gehabt. Und es ist damals gekommen, dieser Motor, als Monster-Konkurrent. Und das war einfach fantastisch, weil der einfach für einen V2 irrsinnig laufruhig ist, dann ein ganz tolles Drehzahlband bietet. Und ja, da habe ich einfach ein Sweet Spot drauf und jetzt, wie wir da gefahren sind, ich bin mit dieser SV am besten gefahren. Das liegt unter Umständen an dem optisch jetzt nicht ganz so attraktiven 160er Raffen, aber nachdem die Maschinen jetzt alle nicht die Mörderleistung haben, ist also ein 160er Raffen breit genug, um diese Leistung zu übertragen und es hat vom Handling einfach Vorteile. Es ist einfach noch geschmeidiger und runder und insofern, auch wenn es jetzt optisch ein bisschen altbacken leider schon ausschaut, das muss man sagen, die anderen zwei sind eindeutig fescher, ist einfach so, wenn es mir jetzt ums Fahren geht, hätte man diese SV checken und hätte eine ganz große Freude damit. Okay, also wenn du dir eine aussuchen müsstest, dann wäre es für dich die Suzuki. Für mich ist das Fazit eher schwierig. Die Suzuki gefällt mir vom Motor her auch sehr gut. Was ich eben schade finde, ist die Optik. Also es schaut deutlich besser aus wie die Gladius, haben wir heute schon gesagt. Aber nicht ganz am Puls der Zeit, nicht ganz auf Höhe der Konkurrenz leider. Der Auspuff ist zum Beispiel extrem bullig, extrem groß. Das gefällt mir leider gar nicht. Das sind die einfacheren Lösungen von Honda und Yamaha schon deutlich schöner. Jedoch kommt aus diesem mittelschönen Auspuff der schönste Sound. Man mag es nicht glauben, aber der V2 begeistert mich immer wieder. Die Yamaha hat oben auch einen sehr schönen Klang, vor allem dieses räudige durch diesen, ich glaube, 270 Grad Hubzapfenversatz. Nur am Stand klingt das Ganze leider sehr ruhig, sehr leise. Da würde vielleicht ein Auspuff aus dem Zubehör nicht schaden. Die Honda als Vierzylinder klingt am meisten nach Motorrad oder nach ausgewachsenem Motorrad. Auch die Optik spricht sehr für sie. Rein von der Optik her würde mir die Honda am besten gefallen. Woo!
Yamaha macht das Ganze einfach ein bisschen spielerischer. Dieses enorme Drehmoment von unten, also wenn man ein bisschen auf Wheelie steht, ist das eindeutig meine Kaufentscheidung für diese Yamaha. Und ansonsten liegen die beiden wirklich sehr, sehr nahe beieinander. Auch bei der vorderen Seite des Motors, also wo das Auspuffrohr quasi den Motor verlässt, das ist bei der Suzuki auch nicht sehr schön und etwas lieblos gelöst. Mit diesen Worten geht nicht nur dieser Testbericht zu Ende, sondern leider auch dieser wirklich wunderbare Testtag. Wir haben das wirklich sehr genossen, diese drei wirklich sehr tollen Motorräder da auf dieser Handlingstrecke in Teesdorf ein bisschen ranzunehmen. Es hat den ein oder anderen Schleifer mit der Fußraste gegeben und dank Zonko auch bei mir den ersten Knieschleifer. Zonko, noch einmal danke, es ist ein Traum. Und jetzt wird es für uns leider Zeit zu gehen. Es verabschieden sich Zonko und Armin und Michael G. Viel Spaß bei unseren nächsten Testberichten. Es geht nächsten Monat wieder weiter und damit sage ich, führt euch aus dem sonnigen Teesdorf. We'll be right back.